Moini, und da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight aus dem Twitch-Stream. Gemeinsam mit Nomad, Tiag und Yuffie spielen wir gegen eine Huntress. Ich habe Dramaturgie dabei, um ein bisschen mehr Drama in die Runde reinzubringen, was auch sehr gut funktioniert. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hier ist kein Freddy. Aha, ich bin gefährdet, auch schön. Eine Huntress. Tja, hat wohl niemand recht, ha? Warum rennen wir? Ach, weil Nomad wieder gejagt wird. Ah, da vorne. Ah, okay. Whiskers, ja, oder Felix, je nachdem. Persönliche Vorliebe des Charakters. Na, oh, das ist ja ein schickes Outfit. Dramaturgie, los, gib Item. Ich habe nur einen doppelten Sprintboost. Ich bin beleidigt. Beleidigt. Sie kommt zurück. Moment, du musst laufen. Laufen. Laufen! Der war gut, der war gut. Okay, ich dachte, ihre Äxte wären leer. Mit Schlüssel hinwerfen und allem. Was? Ach so. Katze, ja. Mach das lieber nicht nachts, sind die Kinder ziemlich strange unterwegs. Ich spiele manchmal ja nachts. Und da hast du auf jeden Fall recht, ja. Oh, eiserne Jungfrau. Ich kann es gerade noch nicht einschätzen, wenn sie nachlädt, ob das eiserne Jungfrau ist oder nicht. Na? Oh, sehr schön, sehr schön. Ich finde das Kleid so cool. Mit diesen breiten Schultern. Ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig witzig. Ui, da liegen beide. Danke. Gucken wir mal. Jetzt müsste ich ein Item kriegen. Los. Ne, ich habe anscheinend aufgeschrieben. Verwandt. Sehr schön. Du da, ich hier. Lädt nach. So, ich muss kurz warten, damit Nomad auch eine sichere Rettung bekommt. Sie geht Tiag hinterher. Ob wir nochmal einen Gen schaffen. Bezüglich Katzenfutter kennt man ja aus der Werbung. Sie kommt zurück. Du musst rennen. Vector, in die Richtung bitte. Sehr schön. Super. So, ist gut. Jetzt können wir dich weiter heilen, wenn du möchtest. So. Das muss ich gleich nochmal lesen. Aber ist eh für Highlight, ne? Ich habe ein Item, ich habe eine Taschenlampe gekriegt. Schattentaschenlampe.
Ging nur kurz um Katzenfutter. Bezüglich Katzenfutter kennt man halt die aus der Werbung. Aber dass die wahrscheinlich nicht so die besten sind, möchte ich nicht bestreiten. Es gibt ja auch bessere Pizza als in der Werbung beworben, ne? Okay, bei Katzenfutter bin ich auch komplett raus. Da kenne ich mich auch nicht aus. Es läuft zu viel, nur noch 5 Gems. Boah! Blech! Bin weg. Hätte ja sein können, da ist auch direkt der Haken. Frodig ist Hundefutter. Oder gibt's von Frodig auch Katzenfutter? Ja, wenn die hier 15 Euro für den Skin ausgibt, dann will die auch ein bisschen was schaffen, oder? Da wäre direkt ein Haken gewesen. Das kann ich hier nirgends hin. Oh, cool. Nee, das war zu früh. War aber punktgenau. Mit Hintergrundspieler richtig gut. Aus der Dimension geschlagen, ja. Immerhin ganz im Gen jetzt schon, ne? Oh. Ehrengen, genau. Vielen lieben Dank, Nomad. Frey passt hier genau auf. Freys Augen entgeht hier gar nichts. Ehren-Nomad, so sieht's aus. So, und Tjark rennt wieder dem Killer einfach so davon. Oh, langsam. Nee, ich will es gar nicht sagen. Klasse. Da liegt ja. Was für eine dramatische Wendung. Killer, der einmal Tjark erwischt hat, Mensch. Guck doch mal, wie gut die sein muss. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ach, Tjark kann sich bestimmt wieder selbst befreien, oder? Hat er jetzt einmal nicht das Perk dabei? Ja? Er hat, glaube ich, zum ersten Mal das Pferd nicht dabei und hängt zum ersten Mal.
Das ist doch richtig verflucht, oder? Ein sehr guter Wurf. Die ist auch wirklich, wirklich richtig gut. Gerade sagen, bitte nicht tunneln, da hat sie auf Yuki umgeschwenkt. Super. Das ist das, was ich jetzt gebrauchen kann. Das Prestige-Level sagt ja auch gar nichts mehr aus über die Fähigkeiten des Killers. Okay, sie bleibt an dem Gen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch einen weiteren Gen finden. Da ist Yuffie down. Hier ist noch einer. Oh, sie bringt die Fieber weit weg. Oh, das hätte gereicht, um den Gen durchzuziehen vielleicht. Ja, sie kommt hier lang. Distanz. Doppelter Sprintboost! Nee, das machen wir so nicht. Ist eigentlich so unsicher hier, ne? Die hat mehr Äxte, ne? Muss ich aufpassen. Sie lädt nach, sie lädt nach, sie lädt nach. Weg hier. Oh mein Gott, sehr schön. Guten Tag, Moini. Ja, okay, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, mich zu heilen. Hui. Hatte letztens Nick Cage gegen mich gehabt, war gefährdet durch Dramaturgie und lag dann nach einem Schlag. Ja, das ist so witzig, wenn das passiert, ne? Danke. So gut, also hier war ein Gen. Eigentlich sind alle Gens ganz gut angefangen schon. Ja, hier war Tiakon länger dran. Moin, die Apfelschorde. Schön, dass du reinschaust. Guck mal, was habe ich denn da gekriegt? Eieieiei. Ja, wir holen die Antwort schon runter. Wir müssen hier leider weg. Das ist richtig frech jetzt für mich. Wo ist sie? Da ist sie. Nee, irgendwie kommt sie von dort. Der Gen ist super weit jetzt.
Adrenalin, tschüss. Nein, sie hat mich geblockt. Nein, es war so gut. Es war so gut. Och Mann, nein. Och Mann, es war einfach zu gut. Ich bin nicht durch sie durchgekommen. Mann. Wie ich einfach noch ein einzigartiges Ding-Dong gekriegt habe. Mann, ey, wie witzig war das denn? War eine krasse Runde. Spaßbremse. Ja, das hat sie ja nicht mal geplant gemacht. Das war ja Zufall, dass sie da stand, während ich dann Adrenalin hatte. Und dann bin ich nicht durch sie durchgekommen. Das war einfach wirklich super lucky für sie. Aber es ist auch eine Spaßbremse, nochmal im Endgame in so einer Situation ein einzigartiges Ding-Dong zu bekommen. Tschüss, tut mir leid. 2324. Das reicht nicht. Naja, zumindest ist es aufgenommen. Jetzt schon mal auf. Das ist ganz gut. Oh, wird das was? Oh, das war echt klasse. Oh, nur am Haar geschlagen. Wahnsinn. Sie lädt nochmal nach. War eine coole Runde. War eine wirklich coole Runde. Das, boah. Verdiene 8 Silberembleme oder besser. Ja, okay. Haben wir doch ordentlich Punkte rausgezogen. Die hat auch echt, also wahnsinnig gut und wahnsinnig fair gespielt, kann man nicht anders sagen. War eine sehr, sehr coole Abschlussrunde. Danke für den Clip, Melanie. Kommt auch gerne sonntags bei meinem Stream auf Twitch vorbei. Ich freue mich über ein Abo, ein Like, ein Kommentar und ein Follow. Also, bis dann. Ciao.